So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir unser Masterschwert bekommen. Ich bin super happy. Das ist nämlich großartig. Dann haben wir noch eine kleine Quest gemacht, die ein bisschen was zur Geschichte der Himmelsinseln erzählt hat. Was auch ganz cool war. Und jetzt machen wir gerade die kleine Quest von dem Kollegen, der hier Sachen auf dem Dekobaum versteckt. Und aktuell versteckt er ein Waldschild. Und es ist tiefer als das Gesicht des Dekobaums. Nicht auf dem Boden und nicht im Nabel. Ich habe schon ein bisschen geguckt letztes Mal, aber so richtig Erfolg hatte ich dabei leider noch nicht. Also das Gesicht ist hier. Na? So. Tiefer als das Gesicht des Dekobaums. Kann dann ja eigentlich nur so hier außenrum irgendwo sein. Also eigentlich sollte man meinen, das ist dann nicht so schwer zu finden. Aber es ist nicht auf dem Boden und nicht im Nabel. Ich bin hier einmal schon außen rum gegangen letztes Mal. Aber scheinbar war ich da nicht gründlich genug. Es wurmt mich ein wenig. Muss ich gestehen. Aber hier habe ich jetzt auch alles geguckt, ne? Was ist noch alles tiefer als das Gesicht? Das ist halt die große Frage, ne? Wie weit ist tiefer als das Gesicht? Der Ast zum Beispiel da drüben, ist der tiefer als das Gesicht? Wir können es gleich mal ausprobieren. Jetzt erstmal kurz nochmal hier gucken. Dass ich auch wirklich alles ausschließen kann. Aber das habe ich halt letztes Mal schon abgeguckt. Eigentlich ist es schon ausgeschlossen. Eigentlich ist es hier schon ausgeschlossen. Ich war hier eigentlich schon. Mann! Rutsch halt nicht ab, Link. Hätte ich halt zumindest gedacht, dass ich hier war, ne? Das ist der Punkt. Ich hätte es gedacht. Geht's auch nicht weiter. Und jetzt bin ich, glaube ich, schon wieder vorne, ne? Ja. Ha. Aber hier habe ich ja auch geguckt. Ich habe das Gefühl, das ist ein richtig guter Verstecker. Ich bin so nicht wirklich in der Lage, dieses Schild zu finden. Recht. Ist es das? Ich hab's. Geil. Okay, erstmal Foto machen. Sehr schön. Und dann mitnehmen. Ah, oh, Schildtasche ist voll. Ich geb dir gleich, Schildtasche ist voll. Ja, hier, tschüss.
Und dann ab nach oben. Genau dafür ist das Teleport-Medaillon dort oben. So, was versteckst du jetzt? Ein Waldbogen wahrscheinlich noch. Ein Waldbogen würde noch fehlen. Im Gesicht. Waldbogen ist jetzt im Gesicht. Na, wir werden sehen, was er hat. Ja, dieser Ausdruck im Gesicht, unverkennbar. Waldschild wird gefunden. Probeschatz hat abgeschlossen. Ja, war schon schwierig. Schenke dir den Waldschild. Neue Flitzebogen. Okay, ich muss einen Bogen weglegen. Das ist jetzt nicht das Problem. So, gib mir deinen Flitzebogen. Okay. Waldbogen schießt auch 3 Pfeile auf einmal. Nicht schlecht. Okay. Gut, dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Sehr schön. Nette kleine Quest. So. Dann hätten wir jetzt eigentlich so als Hauptding... Ja, so als Hauptding hätten wir jetzt eigentlich noch die Himmelsinseln. Die Stelle mit Dings hier, ne? Mit Kletis und dem Viech, dem Vogelviech. Das ist einer der Dinge, die wir nachgehen müssen. Stimmt, wieso haben wir das noch nicht gemacht? In der subtropischen Region im Süden gesichtet worden sein. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Das ist die Musik für die Feen. Ja. Ach ja, die Monsterhorden haben wir auch noch nicht gemacht. Oh, weiß ich nicht. Kilten sammeln, ja. Und das sind die Steintafeln. Okay, ah, ich bin ein bisschen überfragt. Was mich noch interessieren würde, ist natürlich auch dieses Pilzkönigreich, von dem die Rede war. Das war der hier, ne? Nee, das war nicht der hier, das war... Nee, was war denn das? Das hier. Suche nach dem Heiligtum. In Shutas Territorium. Genau, das war das. Das möchte ich. Dem möchte ich noch nachgehen. Shutas Territorium. Pass auf. Das war doch hier oben. Genau da. Perfekt. Jetzt habe ich doch leider überhaupt keinen Port dorthin. Das ist schlecht. Aber gut, kriegen wir hin. Vom Turm aus komme ich da ja ganz gut rüber. Gehen wir mal dem nach. Gehen wir mal diesen Pilzgeschichten nach. Wobei es mich fast wundert, dass wir das noch nicht haben sollen, weil wir haben doch da so viel erkundet und so viele Höhlen gemacht. Das müsste doch fast schon was sein, was wir gemacht haben. Vielleicht haben wir das auch gemacht und es wird noch nicht gewertet, weil wir halt zu bald quasi dort waren, weißt du? Könnte ich mir gut vorstellen. So, ist das die richtige Richtung? Yes. Gold, richtige Richtung.
So, hier ist dann nämlich auch die Dampfquelle. Es hieß ja, genau, hier Shutas Geheimquelle. Und es hieß ja, in der Nähe eines Teichs in Hebra wabert Dampf. Am Ursprung des Dampfes befindet sich das von Licht erfüllte Pilzheiligtum. So, ich lasse mich mal gerade hier durchheilen. Aber wabert Dampf hier? Also ist es wabernder Dampf? Ich bin mir ein bisschen skeptisch. Aber wir können es mal ausprobieren. Ah, vielleicht kann man dieses Loch rein. Vielleicht kann man in dieses Loch rein, das könnte sein. Aber du könntest dich schon mal ein bisschen schneller heilen, Kollege. Ich habe hier nichts zu tun, während du dich heilst. Ich habe hier überhaupt nichts zu tun. Ja, komm, passt schon. Bis wir draußen sind, sind wir fast voll geheilt. Sehr schön. So, kann ich hier rein? Ist hier einfach ein Loch? Nee. Ist hier eine Höhle? Von der ich nichts weiß. Nee. Wabert Dampf. Ich meine, wabern tut der wabern? In der Nähe eines Teichs in Hebra wabert Dampf. Am Ursprung des Dampfes befindet sich das Licht. Das von Licht erfüllte Pilzheiligtum. Es muss ja nicht mal eine Höhle sein. Na, es muss ja nicht mal eine Höhle sein. Kann ja auch was anderes sein. Aber jetzt verlasse ich eigentlich schon wieder Shutas Territorium, ne? Und der Teich ist auf jeden Fall da drüben. Oder ist der. Wait, ist der See gemeint? Wabert da unten Dampf? Ist da was versteckt? Ich meine auch, ich war doch da schon mal in irgendeiner Art See, in irgendeiner Art Höhle, die. Keine Ahnung. Alter. Wo ist der Drecksack? Wo ist der Drecksack? Ach, hier. Gott, hasse ich diese Viecher, ne? So. Nochmal lesen. Bruder. So. In der Nähe eines Teichs. Also See ist eigentlich schon wieder zu groß. Das hier ist eigentlich nicht gemeint damit. Zumindest wenn wir mal ehrlich sind. Und hier wabert auch kein Dampf. Das ist kein Teich. Das ist viel zu groß für einen Teich. Ich meine, ich kann mich ja erinnern, ich habe doch schon mal irgendeine große Höhle mit viel Pilzen gefunden, oder? Oder fantasiere ich jetzt schon wieder? Wir hatten noch schon mal eine große Höhle mit Pilzen. War das hier in der Nähe?
Aber Shutas Territorium ist auch nur hier unten. Und das ist, also das ist doch, die Geheimquelle ist doch wohl der Teich, oder nicht? Aber Wabert Dampf klingt so komisch. Oh. Ach nee, haben wir schon. Haben wir schon sogar. Aber du gibst mir ordentlich Fleisch, deswegen komm her. Alter, der braucht mehr Schläge mit dem Masterschwert. Was zur Hölle? Bruder! Einfach Leunenkampf hier. Alter, wie viele halten die aus? Kommt noch der Wolf dazu. Alter, was ist das für ein Bär? Immerhin er gibt auf. Was ist das für ein krasser Bär? Hallo, Kollege? Nee, 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 nee. Hä? Wo willst du hin? Bruder, geht's dir gut? Halbe Energie verloren. Für nix. Wow. Bär ist einfach der Endgegner. So, hier ist der Teich. Das ist Teich. Das ist Teich. In der Nähe eines Teiches wabert Dampf. Das ist ja wohl das hier. Also wenn das nicht wabert Dampf ist... Manche wabert überall Dampf, wenn man so, wie weiß, dieses ganze Schneefeld ist. Aber wabert hier irgendwo mehr Dampf als sonst? Wollen die mich irgendwie besonders ärgern? Oh, ich glaube, ich habe was gefunden. Man kann hier nach hinten. Ah. Shutas Quellwasserhöhle. Und da sind sie auch schon. Wir kriegen sogar eine Sequenz. Hey Mac, wir sind richtig, oder? Auf jeden Fall, Nat. Wir sind dem wabernden Dampf bis zu seinem Ursprung gefolgt, einer heißen Quelle. Hier sind wir richtig, ganz sicher. Aber wo ist das Licht, das dies Nord angeblich erfüllen soll? Du hast recht, das Heiligtum muss ein bisschen anders aussehen. Irgendwohin in dieser Höhle muss das vom Licht erfüllte Pilzheiligtum aber sein. Wir werden das Pilzheiligtum auf jeden Fall finden. Also los, weiter geht's. Okay. Maxi-Trüffel, let's go. Dann haben wir mal wieder eine Höhle zu untersuchen.
Kann ich da rein? Das sah so aus, als ob ich da rein könnte. Hier ist eine Truhe drin. Say what? Ah. Chillig. Na, weniger chillig. Ja, an sich eine krasse... Ja, komm. Diese ganzen Stäbe, die ich eh nie nutze, na... Ja gut, jetzt habe ich wieder, jetzt habe ich zwei Plätze mit den Waldgeschichten da voll. Ich setze es wahrscheinlich eh nicht ein, also. Also schmeiße ich das jetzt mal weg. So. Und dann machen wir aber diesmal den Ritter Zweihänder gleich zu einer ordentlichen Waffe, indem wir da jetzt mal eine Monster-Dings ranpacken. Wir haben ja auch monstertechnisch ganz krasse Dinger, na? Die wir da ranpacken können. Ja, der Gyptoknochen zerbricht halt gleich, deswegen ist er eher jetzt nicht so. Hat krasse Synthese-Angriffsstärke, aber zerbricht halt gleich. Würde ich jetzt weniger wollen. Komm, wir nehmen mal so ein Horrorblindhorn. Zack. Dann haben wir ein 42er Zweitschwert. Not bad. Wait, ich kann das Masterschwert synthetisieren? Das ist ja auch interessant. Übrigens habe ich das Masterschwert noch gar nicht fotografiert. Das können wir gleich mal machen. Ich wollte das Masterschwert synthetisieren. Fotografieren. Ich krieg das Masterschwert nicht fotografiert. Na gut, dann nicht. Das heißt aber, das müssen wir ja mal austesten. Das heißt, es geht wahrscheinlich nur die Waffe am Schwert kaputt. Und das Schwert selber kann natürlich nicht kaputt gehen. Okay, hier geht's rein. Kollege? Nice. Okay, hier sind ganz viele solche Wege wieder. Also das ist definitiv eine größere Höhle. Das Witzige ist jetzt, hätte ich diese Höhle gefunden, während wir noch auf der Suche nach dem Dings waren... Oh, Pilze. Während wir noch auf der Suche nach dem Dings waren, Oh, hier geht's auch noch weiter. Müssen wir uns merken. Ah, perfekt, da bist du schon mal. Während wir noch auf der Suche nach dem Dings waren, hier. Weißt du schon. Oh, was haben wir denn gesucht? Wir haben gesucht, unter den Orni haben wir doch was gesucht. Was haben wir denn gesucht? Ach ja, die letzte Mine war es, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Ah, ist nur ein Stein. Während wir dies gesucht haben, jedenfalls... Da hatten wir doch hier auch die ganzen Höhlen abgesucht und da habe ich doch auch mit jeder Höhle gehofft. Ich habe es gefunden. Ah! Das ist also das vom Licht erfüllte Pilzheiligtum, von dem ich in der Enzyklopädie gelesen habe. Einfach unglaublich.
Temperatur und Luftfeuchte sind perfekt und im wunderbaren Licht gedeiht eine Vielfalt an Pilzen. Dies ist wirklich ein Heiligtum für Pilze und wir stehen mittendrin. Moment, du hier? Hast du diesen Ort etwa vor uns gefunden? Unglaublich, das ist unglaublich, Nat. Die Enzyklopädie hatte also recht. Was für ein wunderschöner Ort, die Reise hat sich wirklich gelohnt. Aber zu dumm, dass wir nicht die Ersten waren, die das Heiligtum entdeckt haben. So muss ich leider zähneknirschend zugeben, dass die Pilze hier dir gehören. Aber sei es drum, wir erblicken das Pilzheiligtum mit eigenen Augen, von denen wir so lange geträumt haben. Als passionierte Pilzsammlerinnen sind wir schon damit zufrieden, an so einem wunderbaren Ort sein zu dürfen. Mac, genug gestaunt, wir sollten so langsam mal aufbrechen. Aufbrechen? Wohin, Nat? Was für eine Frage, auf die Suche nach neuen Pilzen, die vor uns entdeckt werden wollen. Ich bin voller Energie, sicher dank der Entdeckung des Pilzheiligtums. Jetzt, wo wir unser Ziel erreicht haben, brauchen wir sofort ein neues. So ist das eben bei passionierten Pilzsammlerinnen. Mach's gut und sag ruhig, falls du uns mal wieder irgendwo sehen solltest. Also ehrlich, Nat ist so gierig. Also dann, danke für alles. Pass gut auf dich auf. Ja, cool. Das heißt, wenn man jetzt mal Pilze braucht, dann findet man hier sofort jede Art von Pilzen, die man eigentlich sucht. Und es wird sicherlich auch immer wieder aufgestockt. Schon nice. Und Edeltrüffel gibt's hier auch, jawohl. Zwei Stück. Sick. Die Frage ist für mich jetzt nur, gibt es hier noch irgendwas Spezielles oder habe ich schon jetzt alles gefunden? Weil sonst würde ich jetzt hier nicht jeden einzelnen Pilz abräumen. Weil sonst bin ich jetzt eigentlich zufrieden, was das angeht. Oh, noch einer! Drei Maxi-Edeltrüffel, ja moin. Okay, jetzt reicht's aber. Wir wollen es mal nicht übertreiben, ne? Okay, dann war das der Geheimweg mit dem Stein. Dann gab es aber jetzt ja noch einen Weg, wo die gestanden haben. Da ging es ja auch noch weiter. Ich meine, das ist dann wahrscheinlich nur eine Sackgasse. Aber gucken muss man ja trotzdem. Nämlich hier um die Ecke. Ja. Oh, hier ist okay. Hier sind noch mal ein paar spezielle Steine. Ich mach's jetzt bewusst mit dem Schwert, ne? Also nicht, dass ihr denkt, der ist jetzt voll doof. Jetzt nutzt er sein Master-Schwert ab. Ja, ich mach das gerade ganz bewusst. Okay, cool. Wir haben das Pilzheiligtum gefunden. Das war doch schön. Wie lange sind wir in der Aufnahme? 28 Minuten. Okay. Dann würde ich vorschlagen, machen wir erste Geoglyphen noch, die wir machen müssen. Ne? Da gibt's ja noch ganz viel zu tun. Mir fällt zum Beispiel ganz spontan. Ach so, wir haben eigentlich. Ja. Wir haben eigentlich immer noch nicht die Geschichte hier gelöst. Die Geschichte. Ich würde schon gerne auch noch den Helm finden, muss ich gestehen. Aber jetzt weiß ich. Ja, ja. Jetzt weiß ich natürlich leider nicht, wie ich da rankomme. Stimmt, das haben wir auch noch nicht gelöst. Ja. Wir haben insgesamt in denen hier noch ganz wenig gemacht bisher. Insgesamt haben wir hier echt noch ganz wenig gemacht. Aber mich wird halt, also mich würde vor allem, würde mich halt das reizen, diese Geschichte hier. Ich hätte halt gedacht, dass das hier sein muss, aber ich war in dieser Höhle und da habe ich nichts gefunden. Das wurmt mich. Das wurmt mich schon sehr. Und sonst, hier waren wir, da war nichts weiter. Hier sind nochmal andere Ruinen. Nord-Gerudo-Ruinen. Oh, wait a moment. Wir haben ja bei den Gerudo auch noch nicht alle Quests erledigt. Da war ja auch noch was, was wir machen mussten. Stimmt, da dachte ich ja, das hat. Okay, das will ich jetzt machen.
Das will ich jetzt machen. Wir hatten doch so eine Ruine gefunden, wo ich dachte, das hat dann mit dem Donnertempel zu tun, so, ne, also, wo ich dachte, das kommt dann schon automatisch. Da ist jetzt ja gar nichts passiert in der Richtung. Das müssen wir also doch selbst machen. Das will ich mir jetzt mal noch angucken, was das ist. Ihr wisst gleich, was ich meine, wenn ich hinlaufe. Ich konnte es jetzt nicht so gut beschreiben. Aber wenn ich gleich dort bin, wisst ihr, was ich meine. Oh, erstmal sieht man von hier die Geoglyphe hervorragend. Na gut, das ist hervorragend, ziehe ich zurück. Nicht hervorragend genug. Ist vielleicht besser von dem Turm aus. So, ich wollte jedenfalls... Die macht wieder hier ihr Zeug. So, hier war dieser Tempel, ne? Und da haben wir jetzt noch was zu erledigen. Da dachte ich, das kommt automatisch durch die Hauptquest, kam aber gar nicht. Genau. Ich dachte, alles, was hier ist, kommt automatisch durch die Hauptquest, weil da so viel Zeug gewesen ist, wo ich dachte, okay, das passiert alles noch. Und nichts davon ist jetzt passiert. Das finde ich jetzt besonders sass. So, dann nehmen wir den Kollegen schon mal mit. Den brauchen wir sicherlich gleich. Genau, weil dann ist da drüben nämlich... Da muss ich da drüben einmal reinsprengen. So. Dann haben wir jetzt hier schon mal Licht. Dieses Licht muss hier ran. Hier ist ein Spiegel. Hier ist ein Spiegel. Aber der Spiegel... kann das Licht maximal irgendwie... Oh, warte mal, der Spiegel kann das Licht erstmal dahin schicken. Okay, dann machen wir erstmal das hier. Oh, hier ist noch eins. Okay. Vielleicht fährt es gleich irgendwie runter, wenn ich die alle gemacht habe. Kann auch sein. So. Hier ist ein Ventilator. Und noch ein Spiegel. Nee, Quatsch. Doch, 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 doch. Das ist noch ein Spiegel. So, und jetzt kann ich doch hier, Wind. Nein. Wind. Nein. Na, wo ist mein Wind? Genau. Achso, da ist nichts weiter. Okay. Gut. Aber jetzt kann ich mit dem... Ja gut, dafür brauche ich jetzt den eigentlich noch nicht. Das ist ja eigentlich egal. Das kann ich mit dem auch noch machen. Nein. Das kann ich mit dem genauso noch auslösen. Plonk. Aber eigentlich brauche ich jetzt gar keinen zweiten. Eigentlich, wenn ich den habe...
Ah nee, doch, ich brauche einen zwei. Ja, doch, ich brauche drei Stück. Weil dann geht der eine hier hin. Der nächste geht hier hin. Da hat gut funktioniert. Der nächste geht hier hin. Und jetzt brauche ich halt noch einen, der dann hier hingeht. Ja, okay. Doch, ich brauche noch einen zweiten. Ist schon richtig so. Oh! Erstmal brauche ich dich. Auch dich nehme ich gerne mit. Jetzt ist hier aber kein neuer Spiegel. Ist hier drüben noch ein Spiegel? Hier ist noch ein Spiegel. Nee, doch nicht. Ganz gefährliche Donnerblume an der Wand. Noch eine gefährliche Donnerblume an der Wand. Ihr wisst, wie das ausgegangen ist. Ja, wo ist jetzt noch so ein Spiegel? Ist da unten vielleicht noch ein Spiegel, den ich dann nach oben transportieren muss? Eine Kiste. Oh ja, gut, gut, gut. Oh, ich glaube, jetzt hat sich die Waffe verabschiedet. Ja, okay. Alles klar, das heißt, das Master Schwert nimmt natürlich keinen Schaden dadurch. Und die Waffe geht halt einfach irgendwann kaputt. Das heißt aber, man kann das Masterschwert theoretisch auch als so einen Steinersatz nehmen. Auch witzig. Wenn man so drüber nachdenkt. Aber hier ist trotzdem kein neuer Spiegel, ne? Aber dann kann ich jetzt sagen, okay. Nein. Dann kann ich jetzt sagen, okay. Master Schwert kriegt einfach das Ding dran. Und dann nimmt nämlich das Master Schwert überhaupt keinen Schaden. Ich kann es aber trotzdem die ganze Zeit nutzen. Das ist ja voll sick. Ist eigentlich sogar ziemlich OP, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, aber hier ist kein neuer Spiegel. Kein neuer Spiegel. Nee, hier ist nur Müll. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, ein Opal, das ist nicht unbedingt Müll. Okay, aber dann bleibt es dabei. Dann bleibt es dabei, ich muss mit den Spiegeln arbeiten, die ich oben habe. Na gut. Also, ich habe den und ich habe den. Und das Licht kommt nach hier. Da drüben ist nicht noch zufällig irgendwas, ne? Nee. Wenn ich das jetzt höher hinbekommen würde, könnte ich es aus der Luft machen.
Ich meine, ich habe eine verrückte Idee. Ich würde trotzdem erst noch einen dritten Spiegel gerne finden. Ein dritter Spiegel wäre einfach so viel einfacher. Aber, na, eigentlich ist die Idee gar nicht so verrückt. Komm. Kriegen wir hin. Pass auf, folgendes. Ja, es haut hin. Sehr gut. Ich kann ihn hoch genug setzen, dass er hier oben landet. Jetzt halte ich ihn da einfach eine ganz lange Weile. Und ihr könnt euch denken, was ich vorhabe. Okay, das sollte reichen. Ich hoffe, ich habe genug Zeit. Oh shit. Ja, okay. Wenn ich die Höhe habe. Gut, dann machen wir es anders. Der ist jetzt genau auf der richtigen Höhe. Und wenn ich den jetzt zurückspule, dann bleibt er auf dieser Höhe und ich schieße ihn einfach mit dem Ding an. Das ist leichter. Yes! Geht doch. So, was haben wir jetzt hier hinten? Was hat sich jetzt hier noch geöffnet? Okay. Erstmal etwas sehr Unangenehmes. Tschüss. Okay. Okay, der ist aber krass. Den können wir austauschen. Gegen einen anderen Gerudo-Bogen. Warum nicht? Oder gegen den da hier. Und was haben wir hier in der eigentlichen Truhe? Ein Topaz, okay. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr tatsächlich erwartet, muss ich gestehen. Oh, hier ist noch ein Ritterbogen, okay. Oh, Pfeile. Ah, okay, das Masterschwert verliert doch. Okay, das Masterschwert verliert doch. Und jetzt ist alles kaputt. So, jetzt ist einfach alles kaputt gegangen. Ich verstehe. Also das Masterschwert wird trotzdem von solchen Sachen in Mitleidenschaft gezogen. Ja, ist gut zu wissen. Good to know. So, jetzt interessiert mich Folgendes. Es hieß, ich kann bestimmte Sachen mit dem immer wieder benutzen. Ich setze jetzt mal eine Donnerblume an das Ding ran. Aber ich schätze, dass die wahrscheinlich aufgebraucht wird. Ich schätze, die wird aufgebraucht, aber wir werden es gleich rausfinden. Ich speichere kurz vorher, weil ich habe Angst, dass ich mich gleich selber sprenge, muss ich gestehen. Gut. 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 Reden wir bitte nicht drüber. Danke. Reden wir bitte einfach nicht drüber. Okay, sprenge ich die immer, auch wenn ich in die Luft schlage? Nein. Okay. Trotzdem war das jetzt nicht die sinnvollste... Wann genau kann man das jetzt einsetzen?
Also, egal wann ich das einsetze, ich jag mich doch mit in die Luft. So. Das kann doch in keiner Welt sinnvoll sein. Die Synthese löse ich wieder. Also in welcher Welt ist denn das sinnvoll jetzt gewesen? Also Real Talk. Ich glaube, hier ist nichts weiter Spannendes. Okay. Den Ritterbogen würde ich halt noch gerne mitnehmen. Ja, schmeißen wir halt einen von den Dingen. Ja, komm, den Doppelschussbogen können wir wegschmeißen. Wir haben jetzt einen Dreifachschussbogen. Passt schon. So. Und jetzt haben wir es aber, glaube ich. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles gesehen. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass hier noch so eine Platte ist, die wir fotografieren müssen. Aber dem war leider nicht so. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hätte halt gerne auch diesen Helm noch gefunden. Aber für den Helm muss ich bei diesen Schwertdingern irgendwas. Also den Helm checke ich einfach nicht. Da muss ich irgendwas bei den Schwertdingern machen. Bei den Schwertstatuen. Bei dieser Höhle. Das begreife ich einfach noch nicht. Also was heißt, ich begreife es nicht? Eigentlich begreife ich es ja schon. Aber ich finde dort einfach nichts. Und ich habe mich dort so genau umgeguckt. Das gibt's doch eigentlich nicht, dass ich da nichts gefunden habe. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine vielleicht gute Idee, vielleicht schlechte Idee. Aber ich habe eine Idee. Mal gucken, ob die funktioniert. Ich sage noch nicht, was ich vorhab. Zitterkraut, okay. Hätte ich erstmal fotografieren können, habe ich nicht. Egal. Aber ist jetzt noch irgendwas in diesen Ruinen? Passiert in den Ruinen noch irgendwas Spannendes? Oh ja. Gerudo-Heiligtum. Wait, what? Was muss da rein? Eine Kugel. Da muss irgendeine Kugel rein wahrscheinlich. Okay. Die da rein muss. Haben die eine Kugel? Habt ihr eine Kugel hier irgendwo? Nee, ne? Nee, ihr habt natürlich keine Kugel. Scheiße. Wo ist die Kugel hierfür? Hier bin ich auf dem Keks. Ich habe keine Zeit für dich, ich suche eine Kugel. Kann mir im Eiskeller vielleicht jemand was zur Kugel erzählen? Mein Eis. Oh, ein Hylianer. Das ist der Eiskeller, in dem Eis aus dem Tauwasser der Grotohebene gelagert wird. Es ist kein Ort für schaulustige Naseweise, verstanden? Zumal es derzeit nichts zu sehen gibt und es ist wegen der zunehmenden Hitze das ganze Eis fortgeschmolzen. Okay, kein Eiskeller mehr. Eisknappheit. Eis gelangen. In extrem kalten Nächten sieht man manchmal auf dem Wasser eine hauchdünne Schicht Eis schimmern.
Am Morgen schmilzt sie sofort. Irgendwie muss man Eis doch herstellen können. Soll ich jetzt zeigen, wie man Eis macht? Hast du etwa Eis? Ich täusche mich doch nicht, oder? Hylianer können Eis erzeugen? Ich bin fast den ganzen Tag im Eiskeller oder im verschneiten Gebirge. Woher hätte ich das denn wissen sollen, ha? Wärst du zufällig geneigt, mir das Eis zu schenken? Ja, gönn dir. Wenn du die Eisstücke so groß wie diese Nische zur Aufbewahrung machen könntest, würde mir das enorm weiterhelfen. Oh, okay, aber das, ich meine, das schmilzt halt wieder nach. Also soll ich dir jetzt das... Soll ich ihr jetzt das Eis auffüllen, oder was? Ich dachte, die schmelzen jetzt erstmal von selbst wieder. Tun sie scheinbar gar nicht. Nee, von selbst schmelzen die gar nicht. Wenn die draußen sind, werden die immer sofort kleiner. Kann man die irgendwie zusammenschneiden? Oder brauche ich jetzt hier ein Feuer? Die werden von selber nicht kleiner. Oder muss ich die... Ah, doch, ich glaube, ich verstehe, was ich machen muss. Ich setze hier erstmal alle zusammen. So. Und dann gehen wir mit dem Eis mal eine Runde spazieren. Nein. Okay, das könnte ein bisschen schwierig werden. So. Und jetzt hier einmal nach oben. Aber oh, ich komme nicht durch. Komm ich schräg durch? Nee, auch nicht, ne? Ach, wirklich jetzt? Ah, doch, ich komme durch. Reicht es schon, dass es kleiner wird? Ist es jetzt hier schon warm genug? Ne, hier ist noch kalt. Oder schmilzt es? Bilde ich mir das ein? Ja, so geht es nicht, das ist mir auch klar. Jetzt kann ich es gar nicht mehr gescheit drehen. Ach, scheiße. Verdammt. Okay, wenn ich da jetzt einen Feuerpfeil drauf schieße, ich denke, dann ist es zu krass, oder? Warte mal, ich nehme hier eine Fackel mit. Ach, Waffentasche. Ach, lol. Machen wir es doch hier mit. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu kompakt. Ja. Das war vielleicht ein bisschen zu kompakt. Okay, ich muss jetzt mal den Stab wieder wegstecken. Aber einfach den Stab in die Nähe setzen, das hilft ja schon. Ich bin doof. Daran hätte ich denken können. Daran hätte ich denken können. Ja, ich mache es mir wieder viel schwieriger, als es ist. So. Mach's mir wieder viel schwieriger, als es ist. So, Nummer 1. Jetzt weiß ich auch, warum die Fackel da draußen ist. Mit der Fackel geht man normalerweise hier rein und macht dann das Eis kleiner. Und jetzt macht man es halt so. Ja.
So, jetzt lösen wir wieder den Rotonit-Stab aus. Okay, stopp. Ist es jetzt klein genug? Yes. Willst du eins haben oder mehrere? Hallo. Oh. Was? Was ist denn? Oh, das ist ja Eis. Oh. Das ist die perfekte Größe. Damit schaffe ich jetzt bis in die Stadt, ohne dass mir das Eis davon schmilzt. Ja, naja. Das ist leider nicht wahr. Also ich würde es nicht schaffen. Ah. Sag, hier ein kleiner Lohn für dich. Genehmige dir doch ein erfrischtes Getränk, wo du schon bei uns bist. Okay. Oh. Ja, doch, ich darf weiter. Okay, aber das ist leider nichts, was mir mit der Kugel weiterhilft. Was für eine Kugel muss da rein? What the heck? Und wo kriege ich die her? Was ist hier los? Ich bin sehr verwirrt. Okay, wir klettern mal hier hoch. Vielleicht erfahren wir da ja noch irgendwas Brauchbares. Ja, das war's dann auch hier an der Stelle. Krok. Nee, also man hört nichts, die Maske reagiert nicht. Dann war das vorne Einbildung. Beziehungsweise das war das Viech, was unten rumgelaufen ist, was man gehört hat. Okay. Aber dann muss ich die Maske aufsetzen, dass man es hört. Ist in Ordnung. So. Master Schwert ist wieder einsatzbereit. Ja, aber wo ist jetzt die Kugel hier für dieses Ding? Wenn es eine Kugel gibt. Es wirkt halt so. Aber wo ist die? Muss man dafür erst irgendeine Quest starten? Aber dann weiß ich nicht, welche. Ist da oben bei den Ruinen was? Oh, das ist jetzt wieder... Das ist jetzt halt wieder so eine Sache, ne? Jetzt könnte wieder überall was sein. Oh, ich hasse sowas. Da drüben war ein Schrein, den habe ich schon gesehen. Oder aber kein Schrein, ich will die Kugel. Oh, lol. Das nehme ich aber auch gerne gerade mal mit. einfach nach oben geguckt und da ist ein Krok. Ja, auch immer interessant, wenn man sowas findet spontan. Okay. Den nehme ich auch gerne mit. So ist es ja nicht. Trotzdem würde mich jetzt echt interessieren, ob ich so eine Kugel hier finde. Aber ich fürchte nicht. Es ist halt, also es ist auch wieder so Nadel im Heuhaufen suchen. Und vor allem nur auf Verdacht. Also das könnte ja auch eine Kugel sein, die man sonst wo bekommt. Oder eine Kugel, die man gar nicht bekommt. Und es geht ganz anders auf. So, ich weiß es ja nicht. Vielleicht muss ich ein Stromding da reinschießen. Ja, kann ja auch sein. Aber es sieht halt schon sehr rund aus. Ah, das ist einfach ein Stein. Jetzt hier auf Verdacht rumsuchen, bringt halt auch überhaupt nichts. Na? Sind wir mal ganz ehrlich. Was ist das? Ach du Scheiße.
Wie ging das nochmal? Musste dem irgendwie eine Bombe hinlegen, ne? Warte mal, ich muss eine Bombe in die Hand nehmen. Und wenn er dann kommt, kriegt er die Bombe halt ins Gesicht. Okay, er geht wieder. Ja, der Moldora kam, nahm mir die Fee und ging. Toll. Alles klar, Kollege. Schade. Willst du gerade mal springen? Nö. Okay, dann lass es. So. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ölflaschen, okay. Ölflaschen kriegt man hier. So, was ist jetzt hier oben? Nisch. Da springt der Moldora wieder. Okay, jetzt hat er mich wieder gespottet. So, also, Bombe in die Hand. Hinlegen. Weg. Ja, okay, funktioniert nicht. Ich dachte, das mit der Bombe funktioniert. Hä? Ja, wie muss ich denn das dann machen, wenn das so nicht geht? Okay. Schwierig. Schwierige Momente. Jetzt starte ich hier wieder. Okay, passt auf. Wir probieren jetzt mal als erstes, ob man da einfach nur irgendwas mit Blitz machen muss. Aber es sieht halt so rund aus, als ob da was Rundes rein muss. Also keine Ahnung. Gerudo-Heiligtum. Das sieht schon aus, als ob da was Rundes rein müsste. Wir können es ja mal probieren. So, wo ist er denn? Komm halt her. Ja, dich brauche ich nicht. Dich brauche ich. Dich nicht. Nein. Ihr zwei könnt euch wieder verziehen. Ach, muss ich das jetzt echt im Menü regeln? Können jetzt die richtigen bitte rauskommen? Nein. Ja. Okay. Gut, das hat nichts gebracht. Ja, schade war's. Okay, pass auf.
Damit wir hier nicht komplett nutzlos rumlaufen. Da drüben war ein Schrein. Lösen wir den mal aus. Und ich versuche mich zu erinnern, wie das mit dem Moldora funktioniert hat. Oh, warte. Vielleicht kann ich den Moldora mit dem Blitz auch irgendwie aus dem Boden schicken. Das könnte sein. Das muss ich mal ausprobieren, wenn er wieder kommen sollte. Das könnte durchaus möglich sein. Neun verfehlt. So, warte. Ach Mann, jetzt, Kollege, warte doch, bis ich mein Masterschwert ausrüste. Bruder. Voll unfair mit deiner Scheißlampe. Mach dich weg. So. Okay. Das war wieder zu viel des Guten. Aber ja, ich habe eh schon die ganzen Feen verloren. Das wollte ich eh nicht speichern. Oh, wir sind jetzt über eine Stunde. Hä? Hatten wir nicht vorhin noch eine halbe Stunde? Habe ich jetzt wieder so lange rumgetrödelt? Krass. Ja, gut. Dann starte ich hier. Okay. Ja, dann lasse ich euch einfach in Ruhe. Wie wäre es damit? Ich wollte zu diesem Schrein hier nach wie vor. Wie man jetzt an die Kugel für das Heiligtum kommt, keine Ahnung. Keks. Och nee. Das ist ja auch noch bewacht. Jetzt ist der auch noch bewacht. Was ist denn das hier? Aber ich komme rüber. Ich glaube, ich komme auch so rüber. Ja, easy. Sehr schön. Gut. Wenn das schnell geht, machen wir ihn noch. Ansonsten machen wir ihn das nächste Mal. Also wenn es jetzt irgendwie so ein du musst rumschleichen, schreien ist, dann machen wir das nächste Mal zum Beispiel. Überbrückter Sand. Das sieht irgendwie nach was Größerem aus. Wir machen das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.